So, ihr lieben Schnellspritzer, herzlich willkommen zu einer weiteren fantastischen Ausgabe von Jojo und der Professor. Und heute haben wir einen ganz, ganz dicken Fisch an die Angel bekommen, denn Jason Stanley ist auf Grönland. Ob man es glaubt oder nicht, das ist der Hafen von Ilulissat, der viertgrößten Stadt dieser riesen Insel. Es ist arschkalt. Wir haben Hochsommer, es sind 6 Grad und die Sonne scheint. Das ist doch schon mal was. Ja, in Ilulissat wohnen 50.000 Leute, wovon mich bestimmt hier gleich einer über den Haufen fährt. Und es gibt halt nicht so viel, außer eben diesen fantastischen Hafen und ein bisschen was von der Stadt und Kinder, die hier sehr unausgeglichen die Leitplanke die ganze Zeit kaputt donnern. Und hier ist man quasi gelandet, an der sogenannten Disco-Bucht. Ilulissat soll die schönste Stadt von Grönland sein, ich weiß nicht so genau. Aber landschaftlich, das ganze Ding liegt ja hier im ewigen Eis, das ist schon very nice. Diese kleinen Häuschen hier, die überall in bunten Farben mit der Sonne um die Wette strahlen. Diese ruhige Atmosphäre, diese fantastischen Kinder, die hier rumlungern. Ach ja, ich bin angekommen. Das ist schon richtig stark und ich freue mich total und bin gespannt, was halt in den nächsten Tagen noch so passiert. Wir werden hier noch einiges sehen und uns hier nochmal die Leute und die vielen Wandersmenschen anschauen, die hier echt viel rumlungern. Ja, das ist aber schon eine völlig neue Welt. Wenn man sich hier umschaut, das ist nochmal ein anderer Schnack als in Skandinavien. Wahnsinn, Grönland, Jason Stanley in Grönland. Komm, wir gucken uns Ilulissat an und dann geht es nochmal über den großen Teich. Das wird top, auf geht's. So, einen wunderschönen guten Morgen aus dem Hafen von Ilulissat. Ob man das hier wirklich als Hafen bezeichnen kann? Ja, ich hege da so meine leisen Zweifel, aber von hier, ob man es nun glaubt oder nicht, geht es weiter auf Disco Island. Das muss man sich ja vorstellen, kann sich kein Mensch vorstellen. Ein Ort, der Disco Island heißt und eigentlich mit der Disco überhaupt nichts zu tun hat, sondern die Insel ist einfach nur rund wie eine Discoscheibe. Und hier am Fähranleger von Ilulissat geht quasi die Fähre.
Und die fährt 3 Stunden und kostet einen Haufen Geld. Und wir sind mal wieder irgendwie gefühlt eine Stunde zu früh hier, was natürlich aufgrund der Gegebenheiten nicht so geil ist, weil man kann hier eigentlich nichts machen, außer rumstehen. Viele Touristen sind schon da und wenn ich mir das so recht angucke, ist das da hinten unser Hobel, mit dem es gleich die 3,5 Stunden losgeht. Also ich bin gespannt. Reisen auf Grönland entsprechend nur mit Schiff oder Flugzeug. Straßen gibt es ja nämlich außerhalb der Ortschaft nicht. Das ist schon ein Konzept für die Zukunft. Wahnsinn. Auf geht's. So, liebe Freunde, da wäre man nun in Kekertarsuak, der Hauptstadt von Disco Island. Ganz nice ist das hier. Hier wohnen etwa 800 Einwohner. Also es ist schon alles recht klein, überschaubar und hat natürlich einen Charakter wie so ein Fischerdörfchen. Man darf natürlich nicht vergessen, generell leben in ganz Grönland gerade mal 56.000 Einwohner. Bei dieser Größe, das ist ja fast ein eigener Kontinent, ist das natürlich verschwindend gering. Und zwischen den ganzen Ortschaften gibt es auch keine direkte Straßenverbindung. Also Straßen, asphaltierte Straßen gibt es schon, aber halt nur in den Ortschaften. Und dahinter ist halt Schluss. Das heißt, man kommt hier eigentlich höchstens mit Huskies im Winter, Schlitten oder letztendlich mit dem Boot oder aber mit dem Flugzeug voran. Und das stelle ich mir schon alles sehr, sehr abgeschieden hier vor. Gerade im Winter tauschen möchte ich nicht wirklich. Aber spannend ist es schon, denn Kekertarsuak ist dieses Jahr der Austragungsort der Grönlandmeisterschaft. Das muss man sich mal vorstellen, kann sich kein Mensch vorstellen. Also das heißt, die Grönländer spielen quasi einmal im Jahr nur eine Woche lang ihre Meisterschaft aus, weil natürlich dann alle Teams irgendwie zusammenkommen können, weil das logistisch sonst auch gar nicht funktioniert. Und in dieser Meisterschaft treffen sich dieses Jahr 7 Teams. Ein Verein kommt hier direkt aus Kekertarsuak, das ist G44, kommt schon total durcheinander. Und die anderen Teams, die kommen von überall her, hauptsächlich aus der Hauptstadt Nuuk, aber eben auch aus Ilulissat, also auf der anderen Seite von der Disco-Bucht. Und die spielen hier eine Woche lang quasi ihr Turnier im Hochsommer, im August aus. Das ist immer jedes Jahr im August, meistens in der ersten Augustwoche. Und da es hier in Kekertarsuak eigentlich nur offiziell ein Hotel gibt, müssen halt die Spieler tatsächlich woanders unterkommen. Und da machen wir uns mal auf die Suche und schauen uns sowieso mal hier diesen Ort an, der komplett überlaufen ist von Kreuzfahrern. Also hier halten echt die dicken Pötte und dann laufen die ganzen deutschen Kreuzfahrer hier rum. Das nervt natürlich schon, aber abends sind sie dann auch wieder alle weg. Alles ist ganz nice hier. Gucken wir uns mal das schöne Kekertarsuak mal in seiner ganzen Blüte an. Spitzenmäßig wird das. Auf geht's. Thank you.
die große Frage beim Fußball auf Grönland ist ja, wenn man in so einem kleinen Ort wie hier in Qikiqtarsuaq die grönländische Fußballmeisterschaft austrägt und 7 Teams es bisher schaffen, was ja auch von der Distanz her ziemlich weit ist. Wo pennen die denn in so einem Ort, der gerade mal 800 Einwohner hat? Ja, ich kann es euch sagen. Nicht da hinten in der Kirche, sondern hier in der örtlichen Schule. Ist kein Scheiß. Von den 7 Teams, außer eben die Heimmannschaft G44, haben sich alle hier in der örtlichen Schule bequem gemacht. Und das ist so skurril. Also hier sind Fußballspieler, mehr oder weniger mit einem halbprofessionellen Status, die quasi auf Matratzen in den Schulklassen pennen und dort halt auch richtig wohnen, ne, und sich das hier richtig wohnlich eingerichtet hat. Und Jason Stanley darf natürlich exklusiv für Jojo und der Professor mal Mäuschen spielen. Und da haben wir hier auch schon, falls was brennt, die Telefonnummer vom Veranstalter für die GM, die sogenannte Grönlandmeisterschaft. Und dann ist man hier. Und dann ist da der Trainer von B67, den Titelaspiranten, der gerade nackt telefoniert. Und hier sind ganz viele Schlafmatratzen. Also die holen sich die Jungs abends dann raus und haben sich dann hier in ihrem Kapuff richtig bequem gemacht. Hier ist zum Beispiel die Mannschaft von UB83, die aber, glaube ich, schon hochkant rausgeflogen sind. Hier ist die Mannschaft von SAK aus Sisimiut. Sieht man das? Da. Da hängt auch noch ein Trikot, die Nummer 14. Und so sieht es hier im Flur aus. Also überall stehen Schuhe rum. Und dann gucken wir mal bei dem Titelaspiranten B67, wie das da in der Bude aussieht. Wenn da nicht gerade irgendwas los ist. Großes Kamerateam dabei. Die Jungs sind gerade aufgewacht. Es ist ja auch schon 10:30 und sie feiern wahrscheinlich noch ihren großen Sieg von gestern. Also mega spannend. Guckt euch das mal an hier. So eine ganz normale Schule, in dem halt 6 großartige Nationalmannschaften, wollte ich schon fast sagen, großartige Anwärter auf den grönländischen Meistertitel untergekommen sind. Ja, und hier einfach den Tag verbringen. Und morgen geht es nämlich weiter mit dem Turnier und dann sind wieder alle dabei und wir müssen diese Matratzen da wieder zurückpacken und dann wird wieder Fußball gespielt. Also Sport, Fußball in Grönland, eine total andere Welt. Mega spannend. So kommen hier die Teams unter während einer Meisterschaft. Absolut verrückt. Thank you.
So, liebe Freunde, und da ist es schon, das große Finale der Grönland-Meisterschaft. Die ganzen Teams, die jetzt die letzten Tage sich hier abgeackert haben, sind alle raus. Jetzt sind nur noch die zwei Großen dabei und das Finale wird ausgetragen zwischen B67 und dem Verein N48, der sich anhört wie ein Nachrichtensender. Der kommt aus Ilulissat und der Verein von B67 kommt aus Nuuk. Da sind Kampfgeschreie zu hören und die Stimmung ist gar nicht schlecht. Die Hütte ist voll und ich bin gespannt, wie dieses Finale, dieses fantastische Spiel heute ausgehen wird. Aber die viel größere Frage neben der Grönlandmeisterschaft ist natürlich, ist das der schönste Ground der Welt mit diesen Eisbergen und dieses fantastische Bild, dieses Panorama. Es ist ja wie von der künstlichen Intelligenz ausgedacht. Also ein total skurriles Szenario, wo halt Fußball gespielt wird. Und jetzt kann man sich natürlich streiten, das ist ja gar kein Stadion, also ist es ja eigentlich gar nicht der schönste Ground, weil das ist ja vielleicht die Bombonera. Also ja, wenn man von einem Fußballstadion spricht, da sind wir natürlich weit von entfernt. Aber als Sportplatz, als Ground, als Fußballfeld, als Pitch, wie auch immer man es nennen will, mir kommen fast die Tränen, weil ich bin jetzt zum 800. Mal hier oben, ihr könnt mir das glauben, aber diese Aussicht ist halt einfach so Weltklasse geil. Und das ist halt dieses Einzigartige, was den Fußball halt ausmacht, dass der überall auf der Welt gespielt wird. Selbst hier, wenn Eisberge, Eisschollen an einem vorbeilaufen, wird einfach eine Fußballmeisterschaft ausgetragen. Und das ist einfach der helle Wahnsinn. Und der Anpfiff ertönt gleich. Und das ist natürlich spannend, das gucken wir uns nochmal unten an. Wir wollen gucken, was machen die Fans, was sagt die Verpflegung, was ist hier los, gibt es Eintrittskarten? Meiner Meinung nach, ja, wenn man so will, ist es der schönste Sportplatz, den ich zumindest, den Gaysen Stanley jemals gesehen hat. Und ich weiß nicht, ob da noch irgendwas besser wird, vielleicht wenn irgendwo noch ein Vulkan ist oder wenn jetzt noch Wale irgendwo rumspringen, aber so ist es schon stark. Lasst uns runter und gucken, wer dieses große grönländische Finale gewinnt.
So, das war die Grönlandmeisterschaft. B67 gewinnt hier im Finale, im großen Finale gegen N48 aus Ilulissat mit 3:1. Lange Zeit sah es aus wie ein Match auf Augenhöhe. Aber am Ende hat dann doch der Favorit sich durchgesetzt. Und was war das für eine Meisterschaftsfeier? Ich bin immer noch total geflasht. Das ist hier zwischen den Eisbergen wurde der Pokal hochgestemmt. Dieser dörfliche Charakter, alle kamen zusammen, es wurde zelebriert und gefeiert. Ach, das ist schon, es ist einfach nur Weltklasse. Einmal tief Luft, Leute. Es sind 5 Grad, ich bin mittlerweile extrem durchgefroren. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Fußball in Grönland, total verrückt. Dieser dörfliche Charakter, dieser Charme. Die Leute, die trotzdem zusammenkommen, also am Ende waren hier beim Finale, glaube ich, so 450 Zuschauer. Das muss man sich mal reinziehen. Also 800 Leute wohnen in Qeqertarsuaq und über die Hälfte nimmt sich die Chance und guckt hier das große Finale. Wahrscheinlich auch echt viele Leute aus Ilulissat rüber gemacht mit der Fähre. Das sind so 2 Stunden. Obwohl auf einer Fähre nur 16 Leute draufpassen, ist das schon echt beachtlich und alle wandern jetzt zufrieden nach Hause. Mehr oder weniger für den Verein aus Qeqertarsuaq hätte es besser laufen können. Aber ja, Fußball ist etwas Zauberhaftes, das muss man ganz klar sagen. Leider ist Grönland kein Länderpunkt. Grönland ist eine autonome Region, die zu Dänemark gehört. Dänische Kronen kann man hier bezahlen und die Amtssprache ist auch Dänisch. Das heißt nichts mit Länderpunkt, aber dieser Ground an diesem fantastischen Berg, das hat sich schon gelohnt. Und dieser ganze Mikrokosmos, in dem man hier freundlicherweise eintauchen durfte mit diesen herzlichen Grönländern und diese große Meisterschaft, die hier zelebriert wird, das ist doch wirklich der Zauber von Fußball. Und deswegen sind wir doch alle so gerne unterwegs, auch um sich gleich im Hotel aufzuwärmen. Es ist latent kalt, es ist wirklich saukalt.
Ich gehe jetzt nach Hause, aber ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe selten so ein Weltklasse skurriles Fußballspiel gesehen mit dieser Zelebrierung und diesem ganzen Turnierablauf. Nächstes Jahr ist die Grönlandmeisterschaft wieder woanders. Ich weiß gar nicht wo, aber es wird, glaube ich, die Leute vor Ort sehr, sehr glücklich machen. Und die Eisberge, ja, die sind auch noch ein bisschen hier. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Jojo und der Professor bereisen gerne für euch die Welt, um eben solche skurrilen Fußballturniere wie hier in Qeqertarsuaq für euch einfangen zu können. Und mit den fantastischen Eisbergen im Hintergrund und dieser freundlichen Inuit-Familie wollen wir uns denn verabschieden. Ich bin Jason Stanley, hab euch gern. Mein Herz weitet sich gerade zu einem saftigen Steak, denn das ist der Fußball und genauso will ich ihn haben. Darum lieben wir diesen Sport auch und schaltet wieder das nächste Mal ein, wenn Jojo und der Professor fantastische Videos rund um diesen zauberhaften Sport euch zeigen. Bis dann. Ciao, ciao.